Freunde, der Vlog geht los. Heilige Scheiße. Hey, was ihr jetzt gleich sehen werdet, das ist unglaublich. Wir sind in der Garage. Hier ist unser Busmann. Ich zeig ihn euch. Und es wird ab jetzt 18 Stadionvlogs geben. Wir sind on Tour. Wiska Tabak, Anton und ich werden auch natürlich immer versuchen, verschiedene Sachen zu filmen, damit die Vlogs natürlich nicht so ähnlich sind. Und es wird so legendär. Lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ohne Spaß, das ist geisteskrank. Jetzt aufpassen. Anton, was sagst du zum Bus? Wahnsinn, ey. Es ist unglaublich. Pass auf. Unser ganzes Herz. Komplette Leidenschaft, Leute, das Design gesteckt, so viele Easter Eggs. Hast du schon ein bisschen gezeigt? Nein, noch gar nicht. Ich habe erst das Intro gemacht. Leute, guck mal, Anton und ich hier am Paddeln, gell? Dann haben wir die Ballons, Heißluftballons, haben wir Kroatien, haben wir Deutschland, Italien, unsere Partner, die uns auch unterstützen, Mann. Das ist ein Schuss von mir, als ich den Elfmeter reingehauen habe beim ersten Illegaler Cup. Stimmt, das ist Anton quasi als Wolke, das sind so kleine Details. Wir werden es euch noch gleich alles genauer zeigen. Das ist so cool, Mann. Es ist auch krass gemacht, einfach foliert. Die Qualität, Leute, in Real, das ist so scharf. Und schau mal, das ist Allianz Arena, Freunde. Hier haben wir... Guck mal, wir halten ein Bild von uns beiden. Ach so. Da sind wir beim Shooting gewesen. Da sind wir auch in. Wo waren wir da, Anton? In. Wo war das nochmal, das Bild? Das war im Champions League Finale. Ah ja, das war in. Das ist eigentlich ein orangen Hoodie und ein genau. Haar abgeschnitten. Da war so eine Maschine, das hat der Designer einfach so verständigt. Ja, das ist ein geiles Krank. Da waren wir beim Champions League Finale von Dortmund. Und ich zeige euch kurz was Wichtiges. Ich habe den Schlüssel dabei. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Leck mir am Zügelig. Später gibt es noch ein paar Details. Das seht ihr auch bei Anton noch genauer. Ist das geisteskrank. Hier bin ich am Angeln. Da holt man sich auch mal den Pokal, ne? Kein Fisch, sondern ein Pokal. Da wird ein Pokal geangelt. Und das ist, finde ich, das Highlight. Ich finde das mit am schönsten, dieses Bild von uns beiden. Heim-EM. Anton als Pilot. Und von innen. Werdet ihr gleich sehen, wie das aussieht. Das wird geistig. Ich muss übrigens gleich fahren, weil es gab Komplikationen. Einmal drin, ich auch nicht. Sollen wir mal gleich rein? Und übrigens, Leute, niemand hat uns eine Hilfe gegeben, Leute, für diese ganzen Details. Ja. Alles ist unser Werk, komplett self-made. Das ist geisteskrank. Und hier seht ihr auch unser Logo, VT, Wiska Tabak on Tour. Und Radkappen. Die müssen wir noch Pimp My Ride machen bald, gell? Wir haben leider die falschen Felgen, Freunde. Wir werden im Laufe der Tour, wir brauchen Stahlfelgen, damit wir es so dran klipsen können. Ja. Dann machen wir einmal so ein Upgrade, so à la MTV. Genau. Irgendwann im Laufe des Das ist so cool, wenn man dann mit solchen Felgen quasi rumkutschiert. Ja, das ist ja so geil. Baba-mäßig. Freunde, guckt es euch an. Das ist der Bus von hinten. Wir haben hier sogar einen eigenen Sticker zusammen von Tops. Das ist mega cool schon mal. Antwort. On Tour, Wiska Tabak. Dann haben wir natürlich den Goat, Luka Modric, den Bellingham, Musiala. Lamine Yamal. Der spielt gegen Joshko Guardiol morgen. Sein erstes Major Tournament, Bro. Ja, der spielt morgen gegen Joshko. Und Ronaldo. Ich freue mich so, den im Stadion zu sehen gegen die Türkei. Let's go. Ich kann das nicht. Ich muss hier rausfahren. Alter Schwede, ich bin noch nie so ein Ding gefahren. Man kann es mit normalen Führerschein noch alles machen, aber Bruder, ist der Digga. Wie soll ich das dribbeln? Schau euch das an. Es kracht komplett. Auf den Bildern sah das alles viel kleiner aus, Leute. Das ist so riesig in Real Life. Oh mein Gott. Digga, weißt du, wie schwer das wäre, wieder zu fahren gerade? Schau, Leute. Wir werden auf jeden Fall gleich alles noch innen drin richtig schön dekorieren. Wir haben so viel Zeug bestellt, Leute. Es kracht. Schaut mal, wo wir vorbeifahren. Ja. Da findet später das Eröffnungsspiel statt, Leute. Die Allianz Arena. Da ist die Autobahn unter uns. Okay, gut. Jetzt holen wir Maxi. Ladies and Gentlemen, ohne Rover wäre das alles hier nicht möglich. Es ist ein Unternehmen, Freunde, die uns unterstützen. Die sind Hauptsponsor unserer Bustour. Und das Geile ist, dort gibt es über 8000 Tech-Produkte bei denen auf der Plattform zum Mieten. Ihr habt eine Mindestmietdauer von einem Monat. Ihr könnt auch 3 Monate mieten, 9 Monate, 6 Monate, wie ihr möchtet. Und ihr seht die Produkte, die am Start sind. iPhone habe ich mir geholt. Es ist unbedingt sehr nachhaltig, weil ihr könnt euch einfach zum Beispiel ein iPhone ausleihen oder eine Nintendo Switch und dann gibt es sie dann wieder zurück, zum Beispiel nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten, je nachdem wie lange ihr sie mieten wollt. Und ihr bekommt mit dem Code TABAK100, wenn ihr mindestens 3 Monate mietet, den ersten Monat komplett for free. Das heißt, da habt ihr noch 100% Rabatt und es gibt alles mögliche, Freunde. Wir haben hier Ladekabel, wir haben ein iPad. Falls wir dann am Abend mal ein bisschen Fußball gucken wollen oder ein bisschen Netflix und chill, checkt's einfach ab. Link ist dazu in der Videobeschreibung. Und ein großes Dankeschön an Grover. Das ist nicht selbstverständlich. Und guckt euch das an. Wir können Party machen im Bus. Das ist echt geil. Freunde, vielen, vielen Dank und vamos. Leute, wir sind ein paar hundert Meter gefahren, erste Panne, irgendwas ist gerade abgebrochen, das gibt's nicht. Oh nein. Aber das ist nicht, also es ist einfach so. Ja, es ist einfach, wir sind ganz normal geradeaus gefahren, auf einmal bricht irgendwas ab. Hier. Hast du P? Ja, ne? Scheiße, Digga, da war irgendwas. Was ist denn da drin gewesen? Was ist denn da vorne? Scheiße, da vorne. Unser Spiegel? Nein, nicht unser Spiegel. Unser Fenster? Unser Fenster. Was? Nein, das gibt's nicht, Bro. Willst du mich verarschen?
Warte, Tone, komm her. Schau mal, da sind ein paar Pferdchen wenigstens. Ja, was geht ab, Jungs? Komm schon, Tone. Das sieht so geil aus, der Bus. Wir können nicht ohne Fenster fahren, Leute. Das ist bestimmt nach... Das spricht gegen den TÜV oder so. Das Fenster ist kaputt. Das gibt's nicht. Komm, irgendwie mein Bild. Jungs, das Fenster ist abgebrochen. Okay, Leute. Sid ist jetzt auch am Start. Eigentlich ist der erste Busfahrer eingeplant, aber er macht es ganz bequem, Leute, und genießt, während Tone fährt. Anscheinend war es unsere eigene Dummheit, Leute. Wir haben nicht drauf geachtet, denn man hätte die Fenster auf jeden Fall nicht auf Kipp lassen sollen. Und deswegen ist das eine abgebrochen. Aber die Ehrenmänner von Carraro, Leute, die uns ja den Bus ja auch gesponsert haben, die haben sofort reagiert und haben uns jetzt an eine Werkstatt vermittelt, Leute, wo das dann gefixt wird, damit wir auf jeden Fall heute Nacht dann später weiter können nach Berlin, weil dort ist dann Spanien, Kroatien. Ja, wir sind 10 Meter gefahren, Bro. Ist so dumm. Ist unlucky gelaufen, ja. Aber okay. Leute, es gibt gleich ein paar Updates. Das ist unser Bus, den zeigen wir euch gleich nochmal ganz genau. Und Anton im hohen Gras fängt an Pokémon. Wir machen jetzt nämlich gerade ein kleines Shooting, weil der Bus wird jetzt auf Instagram gepostet. Geht alle auf Instagram, Visca Bars und einem Tabak, checkt es ab. Und ihr werdet gleich sehen, was es alles noch gibt, auch in der Tour, auch für euch. Das wird so geil. Digga, was machen die? Was heute schon alles passiert ist, man kann es keinem erzählen. Es war, Digga, direkt Fenster raus und so, aber waren wir selber schuld. Und Leute, 4 Wochen unterwegs. Ich habe noch nie so einen krassen Monat vor mir gehabt wie jetzt. Ich glaube, das wird auf YouTube das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Und ihr seid mit dabei. Ich freue mich auf die Reise. Guckt euch einfach die nächsten Vlogs an. Wir werden geile Vlogs für euch machen. Wir werden so coole Sachen mit euch zusammen machen. Und ich bin das erste Mal auf einem internationalen Turnierspiel von Kroatien. Außer bei Nations League war ich noch nie. Also noch nie EM gewesen, WM, gar nichts. Das ist das erste Mal, Mann. Und ich werde zur Halbzeit, ihr kennt mich. Bei mir Emotionen sind oben. Und schaut euch den wunderschönen Bus an. Wir bekommen noch die Radkappen mit dem Ball. Hier ist ein ganz altes Bild von mir, da hatte ich noch kein Tattoo und so. Und das sehe ich ein bisschen anders aus als sonst halt. Dann haben wir Anton mit mir, sehr, sehr cool. Wurde quasi so vom Designer gemacht, dass es so aussieht, als hätte ich das Trikot angehabt. Hatte ich aber gar nicht. Wir haben Chewape, ganz lecker, Anton am Lächeln. Und hier angle ich den Pokal, no joke, dieser Bus hier, Heim EM 2024, Anton im Flieger. Ich bin so richtig sprachlos und auch stolz. Das sieht so krank aus. Da sind auch unsere Partner. Rügen bei der Mühle haben wir so viel Essen bekommen. Da ist noch ein Bildschirm mit den ganzen Fans von Deutschland. Es ist einfach zu krass. Und hier steht's, Visca Tabak on Tour. Wir machen ja auch so eine Boxbreak zusammen. Jetzt sind wir on Tour. Es ist einfach heftig. Anton dreht seinen Vlog im hohen Gras. Und Max hat einfach eine Cap an. Von One Piece. Choke warst du auch mit am Start. Und ein großes Dankeschön an Kraus, an unsere Partner, sonst wäre das nicht möglich. Wir haben einmal Display am Start. Das kennt ihr, da sind die Metallposter. Dann haben wir Grover, dort kann man sich eben Technik ausleihen, unter anderem zum Beispiel. Haben wir auch vieles bekommen, werdet ihr auch sehen. Und wir haben die Rügenwalder Mühle. Dort ganz, ganz viele Snacks im Bus. Das habt ihr vielleicht bei Anton gesehen, später seht ihr es auch noch bei mir wahrscheinlich. Last but not least, das Auto von Carraro bekommen. Diesen schönen Bus. Das ist ein geiles Teil, bin ich ja auch gerade schon gefahren. Es macht Spaß mit dem zu fahren, aber es ist gar nicht so einfach, gell? Weil man braucht ganz normalen Führerschein. Und der ist halt riesig, Digga. Der ist wirklich riesig, aber man kriegt das hin. Maxi, die viel Spaß beim Fahren. Ich bin gut zu helfen. Kuss. Hier, check. Check, Digga. Also, ich weiß nicht. Und so sieht er von vorne aus. Da sind ganz, ganz viele Fans am Start. Das ist so gut und wir gehen jetzt rein, würde ich sagen. Idemo. By the way, 2006, Fanmeile Berlin. Das werden wir dieses Jahr wieder wiederholen. Es wird ein Sommermärchen. Und dann seht ihr hier einen coolen Tisch, Taktiktafel. Da werden wir ein paar Taktiken besprechen vor dem Spiel später. Wenn er in Kroatien spielt, Folienmax, der hat das Ganze foliert. So sieht das Ganze von vorne aus. Auch ziemlich nice, viel Platz. Und jetzt ein kleines Gimmick. Wir haben Hrvatska mit der Nummer 10. Schönes Duftbäumchen. Riecht gut. Hier Rügenwalder Mühle. Ganz, ganz viele Snacks. Da gibt es auch die vegetarische Pizzaart, Mühlensnack. Wichtig und richtig. Dann ganz viel Saluka. Oh, da habe ich vorhin ohne Spaß jetzt. No joke, Chat. Wahrscheinlich Chat. No joke, ich habe den vorhin getrunken. Der ist so overpowered, das erinnert mich an die Kindheit, wo man als Baby diese Dinger da gelöffelt hat. Das ist richtig lecker. Haben wir von Sanluca ganz viele Smoothies bekommen. Und ihr seht, der Kühlschrank ist voll gepackt, Mann. Und es wird... Also wir werden nicht verhungern und wir werden es an euch verteilen, wenn ihr uns seht und Hunger habt. Dann kommt zu uns, wir geben euch Snacks. Von Rügenwalder Mühle, von Sanluca, von allen Sachen, die wir haben. Ich liebe Datteln. Datteln von Sanluca auch geil. Und nicht zu vergessen, einer meiner Lieblinge haben wir natürlich auch hier am Start. Tops! Und Tops Pristine. Die Box kostet ca. 400 Euro. Die werden wir mit euch öffnen. Wird verschenkt an die Community. Und die ganzen Sticker werden alles verschenkt. Wir haben so coole Sachen am Start. Und Hrvatska, bitte kommt ins Finale. Albanien und unsere Gruppe, die sind gut. Also der Look von hier ist schon mal eine 10 von 10. Das ist Türkei. Man fühlt sich richtig wohl. Hier ist eine Küche. Und jetzt machen wir mal die Tür hier auf. Kühlschrank habt ihr gesehen. Sonst habe ich alles hier gezeigt. Wir haben hier theoretisch eine Dusche. Aufentspannt.
Werden wir aber nicht benutzen, glaube ich. Müssen wir woanders duschen. Da ist sein Badezimmer. Werden wir wahrscheinlich auch nicht benutzen, Toilette, außer im Worst Case, weil dann kracht es wirklich. Ich glaube, das stinkt sonst ziemlich krass. Und hier sind unsere Schlafplätze. Kroatien-Bettwäsche. Ich habe schon immer in Kroatien-Bettwäsche geschlafen. Wir haben Ronaldo-Bettwäsche für Anton. Und Maxi hat One Piece. Der Ehrenmann. Ich glaube, no joke, das wird hier richtig, richtig, richtig gemütlich. Oh, ich sehe mich hier so drin. Und dann werden wir es auf jeden Fall krachen lassen, wenn Deutschland gewinnt. Ich habe ein bisschen Hunger. Wir gehen gleich nämlich zu einem Fanfest. Olympiastadion. Ich gönne mir jetzt Mühlensnack, Typ Salami. Gut. Schmeckt lecker. Eine stabile Salami. Übrigens, davon haben wir auch 8 Packungen. Also wir werden nicht verhungern, das ist so geil. Kommt zu uns, Ronne. Ihr bekommt Sticker, ihr bekommt alles. Und uns auf Instagram verlinken einfach, wenn ihr uns seht. Zu vorbeifahren. Oh, das Riesenbaby legt sich schlafen. Eigentlich müssen wir los. Und heute spielt Deutschland gegen Schottland. Es geht direkt los mit dem Kracher. Morgen sind wir bei Kroatien gegen Spanien. Hey, ich konnte heute Nacht gar nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Weil ich weiß, was für ein geiler Monat, für eine geile Zeit bevorsteht. Und das werden wir mit euch zusammen teilen. Irgendwann gucke ich mir das an mit meinen Enkelkindern. Und werde ihnen dann zeigen, guck mal. Ich war bei der Heim-EM in Deutschland, bei Kroatien spielen, bei Deutschland spielen, bei Portugal gegen Türkei und ganz, ganz vielen anderen Sachen. Ey, ich bin da so dankbar für. Wieder mal! Maxi, Digga! Kurz eine Frage, du bist doch Albaner, gell? Halber, ja. Ja, schau mal, das Albanien-Trikot, okay, die spielen gegen Kroatien. Also mal ernst, Real Talk, Hand aufs Herz. Wie geht's aus? Du siehst, da ist Kroatien-Bettwäsche, sei ehrlich. Ich muss leider für meine Albaner sein. 2-0. Freunde, ich schmeiß den später aus dem Fenster raus. Ey, übrigens, Anton-Trikot. Ey, wir müssen eigentlich Anton mal. Bro, wir müssen. Oh. Der hat uns gekracht. Wir müssen mal Anton pranken, Bro, okay? Wir lassen uns irgendwas die Tage einfallen. Also wir machen safe geile Sachen. Ja, ja. Leute, wenn Anton schläft, ohne Spaß, wir machen ganz, also wir werden lustige Sachen machen. Das ist wie so ein Schulanteil. Anton, okay, bitte Schminke drauf. Schwarz mit Gold, muss oben sein. Ja, ich hab's wahrscheinlich falsch schon gemacht. Ja, Bro. Passt. Ist gut. Schau mal. Ja. Ist voll gut. Ist gut geworden. Machen wir's. Das sind die ersten Schottland-Fans. Oberkörper frei. Ich finde diese Röcke so süß von den Schotten. Hey guys, what's your prediction for today? 3-0. 3-0? Genau, Scotland. Who's going to score? McGinn, McTominay. Okay. Good luck guys, see you. Das ist Tony Maroney groß, Alter. Wir sind in der Nähe vom Olympiastadion. Das ist so geil hier. Hier kann man schwimmen. Und da sind Enten. Alter, sieht man den? Was ist das für ein Oschi? Schaut mal, ganzes Fernsehteam ist da. Von der Telekom, von Magenta. Adam ist am Start, Anton. Und da ist eine Real-Life-Torwand. Und wir sind am Olympiastadion. Da war letztens das AC/DC-Konzert. Das ist so cool hier, schaut mal. Munich Euro. Mit einem Herzchen aus dem Ball. Digga, ich liebe es. Schon mal die Leute mit Fußball zu sehen, das ist so schön. Schon mal, was zu gewinnen gibt. 1 Euro. Was gibt's zu gewinnen? Ein Schuss, 2 Euro. Wo sind die Gewinne? Berliner Luft. Ah, Berliner Luft. Jungs, das ist eine gute Idee. Ein Schuss, 2 Euro. 2 Schuss, 5 Euro. 2 Schuss, 5 Euro. Da top, verdient man ein bisschen was. Top Angebot. Top Angebot. Wir gehen rein. Was haben die Jungs für coole Trikots an? Füllkrug und Undav. Füllkrug hat übrigens unser Instagram-Bild heute geliked. Ehrenmann. Und Undav ist ein super Spieler. Schau mal, der Paul ist da. Ich habe letztens seinen Bruder schon im Stadion gesehen. Paul, Prediction für heute. Was sagst du? 3-1 Deutschland auf jeden Fall. Ja. Muss man gewinnen. Ich sag auch 3-0. Super. Viel Spaß, Bro. Die Jungs sind da. Schau mal, da ist ganz viel Bier. Und die Leute gehen jetzt hier rein. Das ist ein Schottenröcke. Bam! Die feiern hier. Germany. Jawohl, die Stadt feiern. Adam. Das ist so lustig. Germany. Wir haben Kroaten hier am Start. Luca, Sutra, holen wir Sieg, oder? Jawohl, wichtig. Hey, wir machen das morgen und heute auch Deutschland, okay? So sieht's aus. Was Prediction für heute? 2-1. 2-1. Genau. Heide, Luca, wir sehen uns. Ciao, ciao. Adam bekommt jetzt Challenge, Bestrafung, ein Schnipser. Wie groß bei Samhalt? Komm, Adam. Oh, ich hab Angst. Adam, da passiert nichts. Aber wo machst du gegen? Ohrläppchen. Aber du machst nicht gegen Gehörgang, oder? Hat... Ja. Stell dich nicht so an, Adam. Adam, jetzt kommt mein Finger. Und die Schmerzabgabe. Er kriegt noch einen. Nein! Warte, oh, das ist schon ganz rot. Anton, sag mal Prediction, wie geht's aus? 4-1 für Deutschland. Kein Spaß. Geil, 4-1. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, es wird ein geiler Einstieg ins Turnier. Isa, was sagst du? Deutschland, wie viel geht's? Komm. Okay, sie sagt auch 4-1. Und guck dich die Fans im Hintergrund an. Da sind so viele Schotten. Wir sind nicht mal im Stadion, Freunde. Das ist geistig. Er kommt zu, wie heißt du? Hendrik. Hendrik kommt zu uns. Du bist doch der von eurem Podcast, sagt er zu Anton und mir. Guter Mann. Ey, wie cool, Mann. Riesenfußball. Von AM und hier ist später Public Viewing. Alter, Gänsehaut. Gänsehaut. Oh, schaut mal, wir haben Kroaten. Hier Deutschland-Fans. Hey, Mumzi, oder Christi? Ja, du bist Münchner. Bravo. Wie viel gewinnen wir morgen?
3-0 allein meine. 3-0, okay, sehr gut. Wir machen das. Aber heute erstmal Deutschland. Ey, die Ehrenbrüder, die haben uns gerade gesehen. Jungs, was Prediction für heute? 3-0 Deutschland. 3-0? Tor von Musiala, Wirtz und Sané. Wir machen das. Let's go. Und Kroatien gewinnt auch. Idemo. Idemo. 2-1. Ehrenmann. Schau mal, wie süß, der hat gerade Bild gemacht mit Anton. Schau. Oh Mann. Toni. Maxi, Digga. Toni, Digga. Gerade eben kam er auch hinten zu mir sagen: Toni. Sie ruft mich Toni, Toni. Ich so: Okay, komm. Leute, jetzt gibt's einen Crepe. Hier bei einem wunderschönen Crepe-Stand. Da steht Süßwaren oben. Adam holt sich auch einen. Und da gehen wir jetzt rein. Einfach da jetzt reinbeißen auf Ehre. Maxi. Wir machen einen Geschmackstest. Ich habe in London 12 Euro für einen Crepe gezahlt. Ja, hier hat Anton gezahlt für mich. Ohne! 10 von 10. Digga, 3 von 10. Was geht, Jungs? Übrigens, ich habe in meinem Blog gesagt, war eine 3 von 10, weil der erste Biss war nicht so gut. Und danach schau mal hier, Nutella. Das ist no joke, das ist diese 10 von 10. Schmeckt echt gut, oder? Adam? Was würdest du sagen von 1 bis 10? Ja. Also ich gebe immer selten Top-Noten, weil ich bin eher so einer, der nicht immer direkt nur 1 oder 5 Sterne bei Google geben muss. Ja. Aber hast du eine 7 oder? Aber schon über 7, ja. Ja, ja, sehr lecker. Ich bin bei 8,7. Wichtig. Wir sind im Stadion endlich angekommen. Es geht rein. Was geht, Bro? Was geht, alles gut? Ja, Mann. Darf ich rein? Ich muss dein Ticket scannen. Machen wir, easy. Boah, das ist ärgerlich. Er darf den Dudelsack nicht mitnehmen. Das ist echt nicht doof. Der Arme. Wir sind im Stadion, Allianz Arena. Kennen wir gut. Hier sieht man das Bayern-Logo. Und heute einfach Schottland-Flaggen. Es ist so cool, Mann. Erstes EM-Spiel. Auftakt. Deutschland 3-0. Alter, wen sehen wir denn da? Mr. Robbie. Robbie Williams. Freut dich mal mehr über mich als über Robbie. Hey, ja, über wen freust du dich mehr über mich, aber ich knutsch dafür gleich mit Aaron. Ich muss sagen, ich habe schon sehr viel Knutschis mit ihm. Ja. Aber mit dir auch bald. Wie geht's dir? Ey, war die Messi-Karte, die ihr gezogen habt, ja? War die für euch oder für den Zuschauer? Für den Zuschauer. Zu 25, war richtig geil. Für was? Locker 500? Nee, mehr. Über 1000 safe. Die war geil. Wir haben eine Messi-Karte gezogen für Zuschauer. Die ging so 1-2, glaube ich. Wow, was hat denn Box bis bei den Barcelona? 90 Euro, ja, 120 genau. Euro? Ja, genau. Wow. Sau geil. Hey, Adam, Prediction für heute? 6-1 Deutschland. 6-1? Ja. Hey, hier genau neben uns sind die Schotten. Die werden auch Stimmung machen. Und jetzt erstmal ein Bierchen. Normalerweise haben die übrigens nur oben Auswärtsblock. Aber ihr seht, viel mehr Kontingent auch für die Schotten jetzt. Ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich so 10.000, 15.000. Geil. Da sind die Maschinen, die ganzen Bilder machen. Die sind auch wichtig und richtig. Der telefoniert gerade. Und Schottland wärmt sich schon mal auf. Oh mein Gott! Deutsch, da kommt rein! So ein Lärm! Das ist geil! Hey, Havertz! Thomas Müller! Rüdiger! Vamos, Toni! Oh, ich hab Gänsehaut. Scheiße! Ja, Musiala, Bro! Ui! Wo ist Andrew Roberts? Da ist Fülle. Der hat unser Bild geliked, der Ehrenbruder. So geil, unser. Alter, da geht's schon ab. Heilige Scheiße, die Schotten. Oha, die Schotten gehen zu den Fans. Schaut's euch an. Geil. Das ist die Ausstellung von Deutschland. Ich hätte gedacht, dass Gündogan auf die Bank geht und Leroy Sané spielt. Ansonsten ist alles gleich, hat sich nichts geändert. Bei Schottland müssen wir aufpassen auf McGinn, der ist gefährlich, Scott McTominay und auf jeden Fall Robertson. Ja, Alex Ferguson, der Schotten. Hat auch angefangen in Schottland zu trainieren. Legende. Quick on fire! Das war auch beim Frauen-Champions-League-Finale, das war echt geil. Alter, das ist schottisch, Digga. Das ist die Euro 2024. Leute, Choreo. Choreo, oh Gott, geil, Schottland. Alter! Oh mein Gott, wie geil! Bro! Wie cool ist das? Die Demo! Geil! Ei. Das ist der Schiedsrichter! Mr.
Clement. Oh mein Gott, das ist Kroatien. Let's go. 4 Sekunden. 3, 2. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Okay, komm. Komm, 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 was passiert jetzt? Anton, was machen die jetzt? Boah, geil. Okay, geil, 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 geil. Es geht los. Wieder hoch. Ein bisschen Feuer. Ja, noch ein bisschen Feuer. Ja, und noch einmal. Leute, Mann, ich danke euch. Küss eure Herzen, dass ich hier sein kann. Ohne euch wäre ich hier nicht. Wallah. Das ist ein Traum. Traum, Traum, Traum. Wow, wow. Ich sage euch, das ist der Pokal. Aber es sieht aus wie ein Alien. Ein UFO. Das ist eben geil. Der Kapitän. Das ist jemand, der applaudiert für Kaiser Franz. Der Beckenbauer. Das sind unsere deutschen Fans. Die brauchen wir alle über das ganze Turnier. Jetzt kommen die Spieler rein. Wieder wo? Alter, was ein Moment, Alter. Das Stadion brennt komplett. Jetzt kommt die Hymne von Schottland. Vielleicht 10.000 Schotten da. Die machen so einen Lärm. Respekt. So geile Fans. Wir kennen sie von Celtic, von den Rangers. Deutsche Hymne jetzt. Und jetzt Deutschland. Wir müssen jetzt Gas geben. Ganzes Stadion. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Erste Minute, denkt keiner Pass, auch jetzt. Leider leicht abseits. Oh, muss Jamal. Komm, Jamal. Jamal Zauber. Nein! Das ist ja damit nochmal 10 von. Nein. Goal! Wiedermann! Oh, Digga, wie nah ist Gündogan? Jamal, Kimmich ist auch vor uns. Alter, muss Jamal. Bist du so gut damit? Geht auf, wenn ihr Deutschland seid. Geht auf. Wenn ihr Deutschland seid, steht auf! Geiler Ball auf Kai. Aber technisch so versiert. Komm schon. Boah, das machen die gut. Ja, Mann. Technisch alles sehr stark. Was ein Ball, Bro. Was ein Ball auf Time.
rein mit dem Haken. Musiala. Und rebelt ihn rein. Geil! Geil, Mann! Das ist der Traumstart, den wir uns alle erwünscht haben. Musiala und Wirtz. Oh Gott. Die Jugend in Deutschland, die wird ausflippen. Sommerferien, ja, ich sag's ja. Anton sagt's auch gerade. Sommermärchen geht los. Es geht los, Freunde. 2-0, 20. Minute. Das hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Mittelstädt. Alter, Musiala, Bro! Du, das ist alles. Ich wollte was anderes sagen, aber Musiala, du König! Ey, Bro, ich würde Musiala schießen lassen. Ich fände es so geil, wenn er schießen darf, aber ich glaube. Oh, Kimmich, Bro! Kimmich schießt einen Elfmeter. Jetzt gibt's einen Wahlcheck erstmal. Oh Gott, aber die spielen so geil auf, Alter. Okay, langsam muss eine Entscheidung kommen. Rev, du hast noch 3 Sekunden Zeit, Cousin. So lange kann es nicht dauern. Es wird doch mal kurz überprüft. Unsere Mannschaft. Alle schneiden uns raus. Erst wenn er entscheidet, schnell rein. Es gibt Elfmeter, oder? Was? Freistoß! Oh, okay, es gibt Freistoß. Okay, komm. Toni! 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 Er kann nicht sprechen, Toni! 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 Der schießt Kimmich. Oder Kroos. Aber. Oh, stark, aber stark! Egal, alles gut. Was soll das? Ja. Was soll das, Mann? Erstes Foul, gelbe Karte, Andrich. Komm, das macht sie gut. Gündogan auch, super Spieler. Digga, Antonio. Ja, Antonio, probier's. Oh, Musiala, Bro. So sexy. Danke. Gespielt. Und vielleicht Elfmeter, ganz vielleicht. Das war wieder so geil gespielt. Bro, die sezieren die Schotten komplett. Und das ist Toni. Was ein Spieler. Du bist ein Engel. Ein Löwe. Ein Bär. Oh oh. Vielleicht Elfmeter. Komm schon, bitte nicht gut. Komm schon, Ref. Wenn Elfmeter. Er liegt immer noch am Boden. Wie lange wird das geprüft, Alter? Oh oh. Oh ja. Oh ja. Jawohl. Video Assistant Referee. Vielleicht Elfmeter! Ja! Jawoll! Ich hab mal einen neuen Sack. Jungs, konzentriert euch. Und jetzt gibt's Elfmeter. Kai Havertz, Idemo. Letzte 3-0 steht, Freunde, muss man Gas geben. Aus der Band. Aus der Band. Gekommen. Ist ein Spieler. Und Kai macht die Parade. Let's go, Kai Havertz. Wichtig für ihn. Ein Tor für das Turnier. Gut reinzukommen. So big, Alter. Kai Havertz, Musiala und Wirtz. Traum. Besser hätte ich kommen können. Komm, Kai! Ja, der macht Faxen, Vor allem alle jetzt reinschalten. Auf geht's, Kai. Let's go, Kai. Du machst ihn. Jetzt kommt 3-0. Kai! Ja! Jawohl! Geil! Das Märchen geht los! Das Märchen geht weiter, Leute! Kimmich, Digga! Kimmich! Idemo! Hey, ich küsse dein Herz, Bro! Idemo! Geh! Schottland hat rote Karte bekommen. 3-0. Besser hätte es laufen können. Guter Auftakt. Block 1 von 18. Okay, Jamal. Jamal am Ball. Komm sauber, Jamal. Oh! Oh, ja, Digga!
Ey, wir haben mal ein Päckchen aufgemacht. Das ist einfach Florian Wirtz, Digga. Ja. Hat Wirtz, der Flo, der hat Tor geschossen. Geil. Wirtz geht raus, Standing Ovation. Das ganze Stadion steht. Fülle geht rein. Und Leroy Sané. Leroy Abi. Auf geht's, Leroy. Der wird noch ein Tor machen. Kotta über Kimmich. Ja, spielt Leroy erster Ballkontakt. Oh, Leroy erster Ballkontakt. Zum Eckboy, Anton. Komm, Toni. Groß mit der Ecke. Lücke mit dem Kopfball. Ich seh's kommen. Ja, Mann, Anton. Jetzt kommt Füllkrug. Toni wieder Sprechkörbe. Füllkrug. Ja, der ja. Oh! Jawoll! Jawoll! Der Mann, der unser Bild geliked hat! Fülle! Jawoll! 4-0! Hey, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da! Ein kostenloses Abo! Es kommen noch 17 Stadionblocks. Und Bill Klub macht es 4-0. Das ist, Freunde, Tag 1 von 18. So geil. So ein Traum. So ein Traum. Alter, was eine Bude. Anton. Wie geil war das Tor? Wie geil war das Tor, Bro? Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. So ein schönes Tor. Thomas Müller. Schau mal, wer jetzt kommt. Thomas. Mr. Thomas, welcome. Jamal wird ausgerechnet. Standing Ovation für Jamal. Ich liebe dich, Jamal. Du bist der Beste. Ich freue mich so, ich freue mich so mit ihm. Jetzt für Thomas. Was ein Spieler, Julian Nagelsmann, was ein Trainer. Leroy. Boah, stark, Leroy. Stark, der See ist unbedingt. Schaut nochmal. Mit einer Flanke. Andrew Robertson. Robertson, Digga. Oh yeah. Nein. Das war ziemlich unnötig. Das war unnötig. Aber ist egal. Ja, Mann. Arthur hat 4-1 getippt. Ey, so viele habt ihr eins getippt, ist okay. Alles gut. Abhaken, Mutterwischen, weitermachen. Ein Tor. Passiert. Die Bayern, als hätten sie gewonnen. Die Bayern so hart. Geile Fans. So was hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Okay, komm, Jonathan. Haut drauf. Alter, wie geil sind die Fans. Wie geil sind die Fans. Genießt das, Freunde. Die verlieren 4-1. Und machen so eine Stimmung. Oh! Die Gelb-Moment wieder da. Emre Can. Er wäre gar nicht dabei gewesen. Anton, er wäre gar nicht dabei. Emre. Stabil. Ja, wir haben 6 Tore gesehen. 5-1. Heute wurden wir sogar gefragt, was werden die meisten Tore bei der EM sein? Ich habe gesagt 6. Erstes Spiel 6 Tore. Perfekt. Bis zu Ende, Freunde. Das Ding ist durch. Das Ding ist over. Freunde, lasst uns auf dem Video einen Daumen nach oben da. 5-1, Auftaktspiel, Eröffnungsspiel. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog. Straßen in Spanien. Das wird so geisteskrank. Deswegen abchecken und das nächste verpassen, einfach ein Abo da lassen und dann sehen wir uns morgen. Tschüss eure Herzen. Diese Tour mit Anton ist wirklich einfach 10 von 10. Geisteskrank.